Peter, du bist wirklich, das klingt sehr, sehr moralisch, aber du bist jemand, der für uns ein Vorbild ist. So, bitte, bitte. So, er ist freigegeben. Ich kann nur sagen, es war so schön, du warst ein Stück Dortmunder Theater für mich, ein Stück Heimat, Papa, Maßstab. Ich kenne auch noch die Zeiten, als du noch hier gesungen hast. Ja. Und ich erinnere mich sehr gerne daran, Schneeflöckchen und Ähnliches. Ne? Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, Peter. Und der Opernchor freut sich, dass es dir doch so gut geht. Ja. Er war ein toller Tenor. Er war ein fantastischer Inspizient. Ja. Alle sind gegangen. Ich bleibe noch ein wenig. Das Theater, die Bühne, 18 Jahre als Inspizient hier am Pult, das war meine Welt. La Traviata, meine letzte Vorstellung, die ich leiten durfte, ist vorbei. Alle Beteiligten und Sänger haben sich vorhin nach der Vorstellung herzlich von mir verabschiedet, wie eine große Familie. Die Operndirektorin hat schöne Worte gefunden. Auch meine Familie und Freunde waren gekommen. Es wird mir fehlen, mein Theater. Die fast 20 Jahre als Sänger liegen lange zurück. Aber immer noch kann ich mich an das Gefühl erinnern, wenn ich dem Publikum Auge in Auge auf der Bühne gegenüberstand und mein Herz pochte.
in Opernhaus Budapest, wo alles angefangen hat. Ein wundervolles Haus, diese Schönheit. Hier habe ich meine ersten Arien gesungen, erste Erfolge gehabt mit Don Giovanni, Meistersinger, Entführung und viele andere. Dann kam ich aus Ungarn nach Deutschland. Erster lyrischer Tenor in Freiburg, 6 Jahre lang. Den Tamino in Mozarts Zauberflöte habe ich 28 Mal gesungen. Ach, Titus, mein Gott, was für eine Musik ist das? Was für ein großer Erfolg gewesen. Auch die Herzogin Rigoletto und Lionel in Martha gehörten zu meinen Partien. Ab 1975 Engagement in Dortmund, 15 Jahre lang. Jedes Jahr über 100 Vorstellungen. Liebesdrang, Janis Kiki, David, Hexe. Ich erinnere mich noch an die schönen Erfolge in Barbier. Wie oft bin ich über diese Bretter, die meine Welt waren, zum Bühnenrand gegangen und habe mich nach den Vorstellungen vor dem Publikum verbeugt. Den Applaus werde ich nie vergessen. Dann wurde mein Vertrag nicht mehr verlängert, obwohl ich noch voll bei Stimme war. Aber so ist das im Leben. Irgendwann ist man kein junger Prinz mehr. Das Theater mit seinen Menschen, der Bühne, dem Publikum, all das ist Teil meines Lebens geworden. Der Vorhang ist gefallen, ein bisschen Augenreiben. Ich denn wellet, das Leben geht weiter. Ein anderes Leben.